Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 2. Oktober 2014 gaben Sie, Herr Senator Henkel, uns hier im Plenum einen guten Rat. Ich zitiere: Als Verfassungssenator kann ich nur empfehlen, keine Lex Olympia zu schaffen, sondern, falls eine solche Lösung gewünscht wird, sich sehr grundsätzlich mit diesem Instrument auseinanderzusetzen und es zu regeln. Das war vor 3,5 Monaten. Die grundsätzliche Auseinandersetzung hat es seitdem nicht gegeben, nirgends. Wir haben als Opposition Vorschläge unterbreitet, wurden eingeladen, wieder ausgeladen, still ruht der See. Und nun präsentieren Sie uns Ihre Idee und siehe da, es ist eine Lex Olympia. Ich weiß nicht so recht, was da in Ihrem Inneren abgeht, Herr Henkel, ob sich da der Sport und der Verfassungssenator miteinander streiten und wie es dem Sportsenator gelungen ist, die grundsätzlichen Bedenken des Verfassungssenators über Bord zu werfen. Aber wenn ich mir das Ergebnis angucke, was Sie uns hier vorgelegt haben, dann kann ich nur sagen, als Verfassungssenator haben Sie versagt. Und jetzt werden Sie sagen, was wollt ihr denn? Hauptsache die Berlinerinnen und Berliner können abstimmen und wir halten uns ja dann auch dran, alles andere ist doch völlig egal. Aber so einfach ist es nicht. Verfassungsrechtler sagen, mit diesem Gesetz maßen sich Senat und Parlamentsmehrheit an der Verfassung vorbei Rechte an, die sie nicht haben. Da hilft es auch nichts, das Vorhaben als unverbindlich zu deklarieren. Zumal Sie sagen ja, für uns ist das verbindlich. Dazu erstens. In der Verfassung ist das Recht auf politische Chancengleichheit der Opposition festgeschrieben. Indem Sie sich um eine Verfassungsänderung herumdrücken, Zeitpunkt und Abstimmungsfrage mit Ihrer Mehrheit hier einfach selbst festlegen wollen, verletzen Sie dieses Recht. Zweitens. Es könnte ja mal sein, Sie bekommen Lust auf mehr. Was ist, wenn es mal eng wird mit den Mehrheiten im Parlament, wenn zu viele unangenehme Fragen auftauchen? Gibt es dann, weil die Umfragen gerade günstig sind, schnell eine unverbindliche Umfrage, damit Ruhe im Karton ist? Sehr geehrte Koalition, sehr geehrter Herr Henkel, Sie wissen sehr genau, wenn Sie einmal die Tür für derartige Manipulationen öffnen, kriegen Sie die nie wieder zu. Das müsste Ihnen, Herr Henkel, als gestrengen Innensenator doch eigentlich klar sein. Wie wollen Sie denn glaubhaft eine Null-Toleranz-Politik bei Gesetzesverstößen betreiben, wenn Sie eine 100%-Toleranz beim Austricksen der Verfassung pflegen? Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen schon im vergangenen Jahr einen Vorschlag gemacht, wie Sie bis zum 13. September 2015 rechtssicher und ohne Trickserei zu Ihrer Befragung kommen können. Aber Sie wissen natürlich auch, dass Sie das nur dann bekommen, wenn Sie umgekehrt auch über Verbesserungen für direkte Demokratie in Berlin mit uns reden. Und das wollen Sie nicht. Die Phase der Nachdenklichkeit nach der Niederlage des Senats beim Tempelhof-Volksentscheid war genauso kurz wie konsequenzlos. Ihnen gefällt direkte Demokratie immer nur dann, wenn Sie die Bedingungen diktieren können. Und das ist eigentlich das Demokratieverständnis in Oligarchien. Und so sieht leider auch Ihr Gesetz aus. Sie haben sich noch nicht einmal bemüht, den Anschein eines fairen Verfahrens zu wahren. Sie hatten noch nicht einmal den Mut, auch Berlinerinnen und Berliner ohne deutschen Pass sowie die Jugend der Stadt wenigstens ab dem 16. Lebensjahr mit abstimmen zu lassen. Und wenn es überhaupt eine Begründung für Ihre unverbindliche Befragung hätte geben können, na dann doch diese. Das wäre doch ein wirkliches Zeichen gewesen, dass Sie weltoffen sind und das ist sozusagen ja auch das, was Sie mit Olympia hier angeblich zelebrieren wollen. Und da kommen jetzt plötzlich die juristischen Bedenken auf einmal. Das würde sich zu weit vom Abstimmungsgesetz entfernen. Merkwürdig. An anderer Stelle interessiert Sie das nämlich überhaupt nicht. Ist es denn Zufall, dass der Senat ausgerechnet hier auf das Zustimmungsquorum von einem Viertel der Wahlberechtigten verzichtet? Gut, ich sage es jetzt mal so, also wir als Linke finden Zustimmungsquoren ohnehin daneben. Wir würden die am liebsten streichen. Aber wenn ein Zustimmungsquorum jemals irgendeinen Sinn gemacht hat, dann doch gerade bei dieser Befragung. Es steht doch in Ihrem Gesetzentwurf drin, Sie wollen prüfen, ob eine breite Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner hinter Olympia steht. Steht in Ihrer Gesetzbegründung. Und da sage ich jetzt mal so, Herr Regierender Bürgermeister, mal angenommen, am 13. September sagen 15% Ja und 14% Nein. Halten Sie so ein Ergebnis dann ernster für den Ausdruck von Olympiabegeisterung? Sieht so die breite Unterstützung aus, die Sie selbst immer wieder als notwendig benannt haben? Und soll das dann Ihre Legitimation sein, einfach mal ein paar Milliarden zu verpulvern, die Berlin nicht hat? Ich habe den Eindruck, es scheint nicht so weit her zu sein mit Ihrem Glauben an die Olympia-Begeisterung der Stadt, wenn Sie sich nicht mal zutrauen, ein Viertel der Wahlberechtigten Berlins von Ihrer Idee zu überzeugen.
Und das kann ich ja auch verstehen, ist ja auch die Katze im Sack. Sie lassen ja über Gefühle abstimmen, nicht über Politik. Unverbindlich, versteht sich. Und es scheint ja auch nicht so weit her zu sein mit dem Vertrauen in die Überzeugungskraft Ihrer eigenen Argumente, wenn Sie bei Ihrem Gesetz noch nicht mal einer Gegenposition Raum einräumen. Haben Sie solchen Schiss vor einer Klatsche? Also, Senat, SPD und CDU versuchen nicht nur die Verfassung zu umgehen, sie basteln sich auch noch ein Gesetz zusammen, das sie bei der Abstimmung klar bevorteilt. Sie reden von einer Stärkung der direkten Demokratie, doch in Wirklichkeit beerdigen sie sie, indem sie zweierlei Recht schaffen. Keine Hürden für Senat und Koalition, hohe Hürden für die Bevölkerung. Meine Damen und Herren, wir gehen mit unserem Vorschlag einen anderen Weg. Einen, der die Verfassung nicht beschädigt und auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern mit einer anderen als der Senatsmeinung ein Mindestmaß an Fairness gewährleistet. Wir senken das Wahlalter auf 16, wir senken die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheid, wir schaffen eine Möglichkeit für ein Parlamentsreferendum, das alternative Vorschläge ebenfalls ermöglicht, das verbindlich ist, das rechtssicher ist. Und wenn Sie das ernsthaft aufgreifen, statt weiter alles einfach nur auszusetzen, dann kann die Stadt am 13. September auch über Olympia abstimmen. Wir schaffen die Möglichkeit, dass Bürgerinitiativen aus sich heraus Stadtpolitik gestalten können. Und das ist dann in der Tat direkte Demokratie. Das ist Bürgerbeteiligung. Und ich kann Ihnen nur raten, das Angebot ernsthaft anzunehmen, statt weiter an Ihrem windigen Gesetz zu basteln. Und ich kann ja auch nur wiederholen, was wir von Anfang an gesagt haben. Lassen Sie einfach die Finger davon. Die Leute haben andere Sorgen als Ihr Wolkenkuckucksheim. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, intakten Schulen und Sportstätten. Wir reden ja heute noch über Schultoiletten hier nachher. Gab ja auch wieder einen lustigen Tanz in der Koalition. Es fehlt an funktionierender S-Bahn und Personal in den Berliner Verwaltungen. Sie selbst predigen uns hier seit Jahren, dass wir nicht wieder über unsere Verhältnisse leben dürfen. Und bei Olympia, da gilt das plötzlich alles nichts mehr, weil wird ja nachhaltig. Liebe Koalition, nachhaltig wird allein der Kater sein, wenn die Rechnung irgendwann auf den Tisch kommt. Es geht doch jetzt schon los. Plötzlich kostet der Umbau des Jahnspornparks, der für die Paralympischen Spiele gebraucht wird, nicht mehr 30, sondern 150 Millionen Euro. Da kann man ja vielleicht noch drüber reden. Aber vielleicht sorgen wir erstmal in der Breite dafür, dass die Sportstätten Berlins für Menschen mit Behinderungen besser nutzbar werden. Es fehlt an Personal, um die Sanierung der Bäder, der Straßen, der Brücken, der Sportstätten vernünftig zu organisieren, Bürgerämter offen zu halten, eine ausreichende Schul- und Kita-Versorgung abzusichern. Und diese schon am absoluten Limmern ackernde Verwaltung soll sich jetzt über Jahre hinaus auch noch um die Olympiabewerbung kümmern. Herr Müller, Herr Henkel, ich kann Ihre Sorgen ja ein bisschen verstehen. Läuft gerade nicht wirklich so rund mit Olympia. Was haben Sie uns nicht alles versprochen? Ein transparentes, breit angelegtes Beteiligungsverfahren. Nur, ich höre nichts davon. Wie viele Berlinerinnen und Berliner haben sich denn nun auf ihren berühmten Online-Plattformen beteiligt? 3.000? 2.000? Oder noch weniger? Warum ist das so? Ich kann Ihnen das sagen. Weil die Leute die Erfahrung gemacht haben, dass sie sowieso nur machen, was sie für richtig halten. Es ist genau wie vor Tempelhof. Sie wissen selbstverständlich am besten, was der Stadt gut tut und erlauben dem Volk bestenfalls noch gnädig, das zu ratifizieren. Unverbindlich, versteht sich. Wie bei Ihren Online-Befragungen, wo die Berlinerinnen und Berliner ja auch eingeladen waren, sich zwischen Ja und Ja zu entscheiden. Sie nehmen die Leute nicht ernst. Und nun gibt es wieder Sticker, Herr Henkel trägt ja auch schon einen, und bunte T-Shirts, und das Brandenburger Tor wird als bonbonfarbene Werbefläche missbraucht. All das ist der beste Beweis, was von Ihren blumigen Ankündigungen und Versprechen zu halten ist. Ein anderes, ein alternatives, ein ökologisches, ein nachhaltiges und bescheidenes. Und was die Floskelgeneratoren Ihrer PR-Berater da noch alles so hergeben, Olympiakonzept zu entwickeln. Konzepte entwickeln, den Bau von Olympiahallen planen und überwachen? Die Verwaltung ist doch jetzt schon mit den laufenden Geschäften überfordert. Wir sehen doch jetzt schon, wie das derzeit abläuft bei der U5, bei der Staatsoper, vom BER, ganz zu schweigen. Und noch bevor Sie all das geregelt haben, brummen Sie der Verwaltung schon wieder das nächste Megaprojekt auf, weil es das letzte Projekt ist, was Ihre Truppe noch beieinander hält. Und damit
komme ich auch zu meinem Abschluss und nochmal zum Kern unserer Kritik an Ihren Olympiaplänen. Ich lasse mal die Kritik am IOC jetzt beiseite und tue so, als sei das ein Charity-Verein, der uns allen nur Gutes will. Aber das Grundproblem bleibt doch. Sie verhalten sich wie Graf Koks von der Gasanstalt. Sie bekommen es nicht hin, ein regelmäßiges Abendessen zu kochen, knapsen an Geld für Besteck und Geschirr, aber Sie verschicken schon mal die Einladung für ein gigantisches Gala-Dinner in der Welt. Sorgen Sie erstmal dafür, dass die Vorratskammer gefüllt ist, statt die Substanz dieser Stadt aufzuzehren. Sorgen Sie dafür, dass diese Stadt vernünftig funktioniert. Und wenn Sie das geschafft haben, dann reden wir noch mal ganz in Ruhe über Olympia. Aber ganz in Ruhe und erst dann.